Nivedita Prashad, Sie haben auch eine Geschichte, die eine Selbstverortung in Deutschland nicht in Frage gestellt hat, aber zu einem Thema gemacht hat. Wann sind Ihre Eltern aus Indien nach Deutschland gekommen? Also mein Vater ist ja Anfang der 50er Jahre gekommen. Also wirklich, er gehört tatsächlich zu den allerersten Migranten im Nachkriegsdeutschland. Meine Mutter ist erst 1975 nach Deutschland gekommen und als Heiratsmigrantin. Und ich bin erst 1981 nach Deutschland gekommen und kam damals nach West-Berlin. Und also ich war immer wieder zu Besuch, aber endgültig gekommen bin ich 1981 und war doch etwas entsetzt, muss ich sagen. Weshalb? Naja, also Indien ist ja ein also wurde ja lange kolonialisiert. Also wir sind mit sehr viel Kolonialgeschichte aufgewachsen, mit einem blühenden Bild von Westeuropa. Und ich fand das Bild hier nicht unbedingt wieder. Also ich fand, dass die Leute sich sehr schlecht benommen haben. Ich war ganz entsetzt darüber, dass kaum einer Englisch sprach. Also in Indien ist es sehr häufig so, dass Bildungsstand einhergeht mit Englischkenntnissen. Und in meiner Wahrnehmung waren alle Europäer wahnsinnig gebildet, stellte aber fest, dass kaum einer Englisch konnte. Also soll ich sagen, ich war schon sehr überrascht über die Realität und das, was wir im Unterricht gelernt hatten oder das Bild, was in den Medien in Indien über Deutschland existierte. Wie ging es dann erstmal weiter in Ihrer Kinder- und Jugendzeit? Also der schulische Werdegang war ganz spannend, weil ich kam ja von einem Gymnasium und konnte ja Englisch und Hindi, aber eben kein Deutsch. Aber es war klar, das Schulamt hat mich nicht aufs Gymnasium gelassen, weil ich konnte ja kein Deutsch, sondern sie wollten mich auf die Sonderschule packen. Und da hat mich gerettet, dass meine Familie sehr gebildet ist und sie gesagt haben, nein, also sie kann ja nur kein Deutsch. Und dann war der Kompromiss, dass ich auf die Realschule komme. Ich hatte ein halbes Jahr Bewährungszeit. Die Deutschnoten waren OB, also ohne Beurteilung, und der Rest würde sich dann zeigen. Und der Witz war tatsächlich der, dass ich in Mathe, Chemie, Physik, in all diesen Fächern war ich die Beste. Weil das, was wir hier in der 7. Klasse in der Realschule gemacht haben, hatte ich in Indien teilweise in der 4., 5. Klasse gemacht. Das heißt, ich habe mich wahnsinnig gelangweilt, konnte dann aber Deutsch lernen. Ein halbes Jahr später war das auch erledigt. Ich blieb dann erstmal auf der Realschule und nach der 10. habe ich ein Abitur gemacht, als Einzige aus der Klasse. Dann habe ich dann später studiert. Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass wenn meine Eltern nicht so gebildet gewesen wären, auch mein Werdegang ganz anderer gewesen wäre, weil sie sich wahrscheinlich nicht dem Schulamt hätten sonst widersetzen können. Und das ist schon wichtig. Hat wahrscheinlich auch viel Kraft gekostet, damals sich gegen die deutschen Behörden Also durchzusetzen. darin ist mein Stiefvater geübt. Ich glaube, das kann er gut. Und das stand für ihn überhaupt nicht zur Debatte. Aber ich habe mich oft gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich aus einer bildungsunerfahrenen Familie stammen würde oder wenn meine Eltern auch frische Migranten gewesen wären. Also mein Vorteil war ja, dass mein Stiefvater schon sehr lange hier war, meine Mutter auch schon länger. Das heißt, sie kannten sich in Deutschland aus. Dann stellen Sie sich vor, wir wären als ganze Familie gekommen. Die hätten gar nicht gewusst, was die unterschiedlichen Schulformen sind. Sie hätten nicht gewusst, wie man sich mit dem Schulamt auseinandersetzt. Im Schulamt hätte sich vermutlich auch niemand gefunden, der Englisch sprach. Das nur am Rande, ja. Also von daher, also da hatte ich schon sehr viel, also Glück oder Glück ist absurd, dass die Ressource war Schicht. Das muss man sagen, die Ressource war Schicht und Bildung. Und das hat mich immer sehr gerettet. Haben diese Anfänge in Deutschland auch Ihren beruflichen Werdegang in eine bestimmte Richtung gelenkt? Indirekt, also die ersten Jahre, also was ich am schwierigsten fand in Deutschland war, und darauf war ich immer auch nicht vorbereitet, der Umgang mit Rassismus. Das ist tatsächlich etwas, darauf hatte mich keiner vorbereitet, weder in Indien, also darüber wurde in Indien nicht gesprochen, schon gar nicht meine Familie, sondern ich ging in die Schule und habe sehr viel Rassismus erlebt auf den verschiedenen Ebenen. Das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, zumal ich ja nicht wusste, wie man damit umgeht. Also ich hatte dazu keine Strategien. Das war das eine, aber ich glaube, was meinen beruflichen Werdegang viel mehr beeinflusst, war ja die Tatsache, dass ich mit 16 von zu Hause abgehauen bin, also aus meinem Elternhaus weggegangen bin, mich freiwillig in ein Heim habe unterbringen lassen. Und daraus ist natürlich mein Berufswunsch eher entstanden. Also tatsächlich in die Pädagogik zu gehen, in die soziale Arbeit zu gehen und mir die Konzepte anzugucken, die so hinter Heimen sind und hinter Unterbringung von Minderjährigen. Also das war viel mehr einflussreich. Aber die ersten Rassismuserfahrungen und dieses nicht wissen, wie man damit umgeht. Das hat sicherlich meine politische Sozialisation sehr beeinflusst. Wie gestaltet sich Ihre Arbeit heute? Sie sind Menschenrechtsaktivistin, engagieren sich für die Konferenz FEMOCO in diesem Jahr im September und haben auch den Anne-Klein-Frauenpreis erhalten.
Würden Sie bitte umreißen, wie das mit Ihrer Tätigkeit zusammenhängt? Zu den Menschenrechten bin ich gekommen über die Praxis. Also ich habe ja viele Jahre, also 15 Jahre bei Banyin gearbeitet. Banyin ist eine Beratungs- und Koordinationsstelle für Betroffene von Menschenhandel oder für Frauen, die in der Migration Gewalt erleben. Und da hatten wir immer wieder Frauen, zum Beispiel undokumentierte Frauen, Hausangestellte von Diplomatinnen, Betroffene von Menschenhandel, die, um das in Worten von Hannah Arendt zu sagen, nicht das Recht auf Rechte hatten. Also tatsächlich, sie waren hier, ihnen ist Ungeheuerliches in Deutschland passiert, aber aufgrund der unterschiedlichen Situation hat der deutsche Staat ihnen nichts angeboten. Und da wäre ich dran verzweifelt. Also wenn ich die Menschenrechte nicht kennengelernt hätte, wäre ich wirklich dran verzweifelt. Und für mich war das mit den Menschenrechten ein bisschen wie, dass sich da wirklich nochmal ein neuer Weg geöffnet hat, um für Frauen, gilt natürlich auch für Männer, ich habe aber in dem Bereich Frauen gearbeitet, die national nicht das Recht auf Rechte haben, ihnen international das Recht auf Menschenrechte zukommen zu lassen. Also das war so mein Weg, also eher ein praktischer Weg. Und mittlerweile vermische ich eben tatsächlich Theorie und Praxis. Und mir ist es wichtig, dass Sozialarbeitende in ihrer Ausbildung den Menschenrechtsweg kennenlernen, weil sie immer wieder in der Praxis mit Fällen zu tun haben werden, wo das Gleiche stimmt, nämlich dass sie eben kein Recht auf Rechte haben. So bin ich eben zu den Menschenrechten gekommen und in Zusammenhang mit Hausangestellten von Diplomaten haben wir ja einiges skandalisiert. Aber an dem bin ich sehr stolz heute noch drauf. Wir haben im Grunde genommen darauf hingewiesen, dass hier mitten in der Stadt, mitten in Berlin-Mitte, Frauen, manchmal auch Männer, in Haushalten eingesperrt werden, misshandelt werden, nicht raus dürfen, kein Geld kriegen. Und wenn sie schaffen, rauszukommen, der Staat nichts machen kann, wegen der diplomatischen Immunität der Täter. Und das ist doch eine Sauerei. Also das muss man doch wirklich mal sagen. Das kann man keinem Normalsterblichen erklären. Und in Zusammenhang damit habe ich eben den Anne-Klein-Preis bekommen. Ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass wir diese Fälle skandalisieren konnten, also wirklich breit skandalisieren konnten und über strategische Prozessführung und über Menschenrechtsbeschwerden doch einiges für die Betroffenen erreicht haben. Wofür setzt sich die Konferenz FEMOCO ein, die im September stattfindet? FEMOCO steht im direkten Zusammenhang mit dem Anne-Klein-Preis, weil während oder in der Zeit, wo ich den Preis bekam, war immer wieder die Frage, was hat mich politisch sozialisiert? Und ich habe dann immer gesagt, die schwarze Frauenbewegung. Also ich war ja immer in der Frauenbewegung tätig, aber nie in der weißen Frauenbewegung, sondern wirklich zu meiner Zeit hieß die schwarze Frauenbewegung. Heute sagen wir, also Women of Color Frauenbewegung, also tatsächlich immer die Verknüpfung von Gender und Ethnizität, also das war mir immer wichtig. Und ich habe immer geantwortet, die schwarze Frauenbewegung hat mich sozialisiert. Und dann war immer die nächste Frage, wo ist denn eigentlich die schwarze Frauenbewegung? Und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich tragisch ist, dass seit 20 Jahren wir uns informell immer wieder treffen. Also es ist ja nicht so, dass wir seit 20 Jahren nichts gemacht haben, sondern es gab aber keinen formalen Rahmen, uns wieder zu treffen. Vor 20 Jahren gab es eben die letzte Konferenz für schwarze Feministinnen und da habe ich mich sehr gefreut, dass die Hannah Böll-Stiftung dann gesagt hat, sie würden die nächste Konferenz finanzieren, damit es einfach wieder einen strukturierten Rahmen gibt, wo wir uns einfach nochmal treffen können, uns verorten können. Und FEMOCO ist eine Konferenz für Feministinnen of Color. Eingeladen sind auch schließlich Women of Color, das heißt Migrantinnen, afrodeutsche Frauen, schwarze Frauen, Roma- und Sinti-Frauen, muslimische Frauen, jüdische Frauen. Also tatsächlich die Frauen, die in Deutschland nicht nur Sexismus, sondern Rassismus und Sexismus oder Antisemitismus und Sexismus erleben. Mhm. Die findet statt am 5. und 6. September hier an der Heinrich-Böll-Stiftung. Was mir aber wichtig ist, also wir freuen uns sehr, dass die Heinrich-Böll-Stiftung das finanziert. Das ist wirklich sehr nett und auch sehr großzügig und auch uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Aber inhaltlich ist die Konferenz organisiert worden von uns, also tatsächlich von der Community of Women of Color. Das ist eine lose Gruppe, die sich regelmäßig trifft, die, ich finde, sehr partizipativ vorgegangen ist. Also sie haben tatsächlich in der Community rumgefragt, was sind die Themen, was wollt ihr besprechen, wie wollt ihr besprechen, mit wem wollt ihr das besprechen. Und daraus stricken sie ein Programm zusammen, auf das ich ganz gespannt bin. Was hat Sie denn an dem Buchprojekt in der Kinder besonders interessiert? Wo waren da die Punkte, wo Sie gesagt haben, das spricht mich an und das passt gut auch zu meinen eigenen Überlegungen, was Selbstverortung angeht? Ich finde es spannend, wenn Migrationsgeschichten in Deutschland sichtbar werden, und zwar möglichst viele. Und ich finde, dass indische Migrationsgeschichten in Deutschland nicht so sichtbar sind. Also das war das eine. Ich dachte, ich würde gerne dazu beitragen, dass unsere Migrationsgeschichten sichtbarer werden. Und das andere war, dass mir klar war, dass meine Lebensgeschichte dem Stereotyp der indischen Familie überhaupt nicht entspricht. Ich bin ja eben nicht behütet in einer indischen Familie aufgewachsen, sondern ich bin ja freiwillig von zu Hause abgehauen. Und ich dachte, das gehört auch dazu. Also tatsächlich auch so Brüche aufzuzeigen,
weil gerade die indische Community in der Mainstream-Gesellschaft so ein bisschen als die Vorzeige-Community gilt. Hat viel mit Bildung und Schicht als Ressource zu tun, aber viel auch so mit Stereotypen, die die indische Community gerne auch selbst nährt. Wir sind die guten Familienmenschen und so weiter. Wo ich dachte, also in meinem Fall stimmt es schlichtweg nicht. Und das fand ich ganz gut, das eben auch nochmal deutlich zu machen. Und das andere, das fand ich eigentlich viel spannender, war die Verknüpfung. Das eine Seite das Biografische, aber das andere Seite das Rassismus erleben. Oder Rassismus zu thematisieren im Kontext von den sogenannten Inderkindern, weil das auch ein Thema ist, was in unseren Communities sehr vernachlässigt wird. Also Rassismus in den indischen Communities erlebe ich, also höre ich sehr selten als Thema. Und ich fand die Verknüpfung ganz gut, zu sagen, hier sind die biografischen Erzählungen, also das sind einfach unsere Lebensgeschichten, aber wir sind eben auch Expertinnen zu bestimmten Themen, zufällig oder nicht, viel zu Rassismus, und können das auch nochmal thematisieren. Also diese Verknüpfung fand ich ganz spannend. Über den Namen bin ich natürlich auch gestolpert, aber der Name ist tatsächlich ist ein bisschen wie Kanak-Attack. Also es gibt bestimmte Sachen, die gehen nur von innen. Das heißt, wenn jetzt Weiße kommen und sagen, du bist ein Inderkind, das würde ich mir verbieten. Ja? Das geht nicht. Aber das ist ja ein Begriff, den sich eben manche, die sich als Inderkinder verorten, selbst gegeben haben. Und in diese Definition falle ich rein und finde das eher amüsant. Aber es gehört wirklich zu den Wörtern, wo ich denke, das geht tatsächlich nur von innen. Und das ist eine Art von Migrationsgeschichte, die ich sehr mag. Also tatsächlich, dass wir mit Wörtern spielen, die eigentlich gegen uns gerichtet waren, die wir aber bei uns aneignen und sagen, pff, das ist unser Begriff. Inderkind wäre nicht mein persönlicher Lieblingsbegriff, weil ich mich wenig über meine indische Herkunft definiere. Mir reicht es ja, dass alle anderen mich zur Inderin machen. Also ich definiere mich ja eher als Woman of Color oder als Migrantin, aber weniger als Inderin. Mhm. Und trotzdem fand ich es spannend, in diesem Buch mitzumachen, einfach weil es so ein bisschen an der Oberfläche der heilen indischen Welt auch kratzt.